Okidoki, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Fundcast. Hier ist eine neue Folge und ich freue mich sehr, einen Kollegen aus Bonn jetzt begrüßen zu dürfen. Lieber Thilo, hallo, herzlich willkommen hier. Hallo Jan. Thilo, auch an dich, die Leute kennen dich. Ich glaube, dich müssen wir nicht vorstellen, oder wollen wir dich vorstellen? Thilo Reichenbach, Aktion Deutschland hilft. Seit wie lange bist du bei ADH jetzt schon? Mittlerweile seit 10 Jahren. Wow, okay. Genau. Und ich bin hier für die Bereiche Marke und Internet zuständig. Okay, ja, genau. Die meisten kennen dich. Darum auch an dich die Frage, ein sehr geschätzter Kollege im Online-Fundraising. What's hot, what's new in Digital Fundraising? Wie ist deine Antwort darauf? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das unterscheidet sich von Organisation zu Organisation. Was pauschal ist, kann man da gar nicht antworten. Mhm. Ich glaube, für die kleinen Organisationen ist es oftmals erstmal wichtig, die ganzen Basics zu implementieren. Das heißt, ein ordentliches Spendenformular, eine halbwegs vernünftige, nutzbare Seite, wo der Nutzer sich eben zurechtfindet, wo er seine Ziele erreichen kann. Mhm. So. Ich habe für eine größere Arbeit, die ich schreibe, mal recherchiert und es ist schon wirklich erschreckend zu sehen, dass viele, viele Organisationen in Deutschland kein Spendenformular implementiert haben. Das wäre erstmal das Allerwichtigste. Und dann natürlich die Angabe der Spendenkontonummer auf der Webseite. Ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, wird aber auch oft nicht gemacht. So. Spendenformulare sind heute für wenige Euros im Monat mietbar. Ich glaube, das kann sich selbst die kleinste Organisation leisten. Mhm. Das ist also das Wichtigste. Für die großen Organisationen wie Aktion Deutschland hilft oder SOS Kinderdörfer und so weiter und so weiter. Ich glaube, für die größeren Organisationen ist das ganze Thema Mobile extrem wichtig. Bei uns, bei Aktion Deutschland hilft, ist es so. Also, Entschuldigung, ganz kurz, meinst du responsive dann einfach? Also die Website umstellen, oder? Ja, wie auch immer. Also ich würde schon denken, dass das responsive das Mittel der Wahl ist, also responsive Webdesign, dass sich die Webseite halt eben optimal an so ein, an jedes Endgerät anpasst. Mhm. Das haben wir im letzten Jahr die Webseite gelauncht. Das war relativ aufwendig, das muss man schon sagen. Also das ist nichts, was man nebenbei macht, aber es ist unheimlich wichtig. Mhm. Wir haben 2014 war jeder 10. Nutzer kam da übers Handy. Klingeling. Ja, kein Problem. Geh dran oder falls du gerade auflegen kannst. Ja, einen Moment. Ja, klar. Ich wieder zurück, ja. So ist das in Live-Interviews. Schneidest du das dann? Schauen wir mal. Also wenn es geht, auch nicht, aber gucken wir mal. Okay, alles klar. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. 2014, ne? 2014 war das bei uns so, dass jeder 10. Besucher über das Handy auf unsere Webseite kam. Ja. Damals musste ich mich nicht massiv damit beschäftigen. Hm. Heute kommt halt jeder 3. Besucher über unsere auf unsere Webseite übers Handy. Mhm. Und da muss ich mir dann natürlich schon anschauen, was ist das für eine Nutzererfahrung, die er da hat? Findet er alle Inhalte, die er finden soll? Auch mobil kann er die Webseite genauso gut bedienen. Mhm. Was macht es mit der Conversion Rate, also mit dem Anteil der Nutzer, die dann eben auch spenden, wenn sie über Mobiltelefone kommen? Wie ist das Nutzerverhalten da? Ich glaube, diese ganzen Themen, die sind, damit müssen wir uns beschäftigen, gerade die großen Organisationen, die sehr, sehr Fundraising-getrieben sind, die viele Spenden über das Netz sammeln wollen. Ich stelle ja diese Frage, what's hot, what's new in Digital Fundraising, gerade sehr vielen Leuten um den Globus herum. Und da kommen natürlich viele Antworten irgendwie so, ja, ne, also die ganzen neuen Technologien und Virtual Reality, was auch immer und so weiter und so fort. Wie schätzt du das ein für das wirkliche Online-Digital-Fundraising jetzt? Ne? Also ich muss platt sagen, dass ich mich natürlich darum kümmern muss, dass hier die Kohle reinkommt. Mhm. Und das passiert über die klassischen Kanäle. Das passiert über Google AdWords, über E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing ist natürlich auch wichtig für uns, ist aber nicht der Fundraising-Kanal Nummer 1. Und Virtual Reality, natürlich kann man das beobachten und sollte man auch tun. Und man sollte auch schauen, okay, wo gibt es vielleicht neue Absatzkanäle, möchte ich es jetzt mal nennen, wie zum Beispiel Fundraising und Gaming oder das Peer-to-Peer-Fundraising. Das sollte man alles auf dem Schirm haben, aber das sind nicht die Dinge, die in den nächsten
3, 4 Jahren massiv die Gelder reinbringen werden, sondern das ist wirklich klassisches Handwerk, eine vernünftige Webseite, vernünftiges Spendenformular, schauen, dass man seine Online-Marketing-Maßnahmen misst, dass man weiß, ich habe so und so viel ausgegeben, so und so viel kommt rein und dass man diese Sachen dann optimiert, dass einfach das handwerklich, dass es sauber ist, idealerweise abgestimmt mit der Offline-Kommunikation und dann passt es halt. Da möchte ich gerade nochmal nachhaken, weil ich finde es klasse, dass du die, ich sag mal, Basics, die Grundlagen da nochmal wirklich hervorholst aus der Toolbox und das Kanalübergreifende, also online und offline. Ich habe da nämlich gerade selber eine Erfahrung der besonderen Art gemacht mit einer Spende, die ich online gegeben habe und dann offline nichts zurückkam, was meine Erwartung gewesen wäre. Wie schätzt du das ein oder wie siehst du das im deutschen Fundraising-Markt? Wird da schon viel vernetzt gedacht und kanalübergreifend gearbeitet? Ja, ich glaube, das kann sich auf jeden Fall noch deutlich steigern und das ist auch bei unserer Organisation so. Aber natürlich wäre es erstmal ein erster Schritt, dass man in Magazinen konkret dann auf Unterseiten der Webseite verweist, wo man vielleicht weiterführende Videos, weiterführende Infografiken und so weiter, findet, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und das ganze Thema Vernetzung hat natürlich auch mit der Organisationsstruktur zu tun. Also da muss man schauen, wie finden die Meetings in der Organisation statt, wie gelangen Informationen von einer Abteilung zur anderen. Also gar nicht so einfach, aber also da versuchen wir auch immer wieder neue Wege und versuchen, die Geschichten zu optimieren, dass es irgendwann noch mal besser läuft. Aber so die Basics sind relativ einfach. Ich denke, es ist klar, dass ein Mailing-Empfänger vielleicht dann auch auf die Webseite kommt, wenn das Mailing angekommen ist, dass er dort weiterführende Informationen bekommt, dass er vielleicht dann auch das Spendenformular nutzt der Organisation. Genau. Ja. Okay. Ein letztes Thema würde ich gerne noch mit dir angucken, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mit dir zu reden. E-Mail-Marketing Automation, Automatisierung. Also zwei Fragen. Macht ihr da schon was? Und wenn ja, was kannst du uns davon erzählen? Und wie ist da so dein Marktüberblick? Also ne, sprich die automatisierten E-Mails, die im Hintergrund dann ablaufen. Ich bin bei ein paar Organisationen in Amerika auf Mailinglisten. Halleluja, ne, was ich da an E-Mails bekomme. Ne? Ja, also da muss ich dich enttäuschen. Wir bauen gerade, gab es einen personellen Wechsel und wir bauen jetzt das E-Mail-Marketing im Grunde genommen neu auf. Okay. Bei uns ist es so, wirklich, dass du, wenn du eine große Katastrophe hast, dann spendest du, in dem Zuge meldest du dich hoffentlich zum Newsletter an und dann kriegst du im Einsatzfall verschiedene E-Mailings, also erstmal einen Spendenaufruf, zweite E-Mail dann vielleicht mit mehr multimedialen Inhalten, keine Ahnung, Videos aus dem Feld, Fotostrecke und so weiter und so weiter und dann vielleicht nochmal eine Dankesmail und ansonsten im Abstand von so 3 bis 4 Wochen E-Mailings auch außerhalb von Katastrophen dann eben zur Spendenanbindung. Aber so wirklich Automation ist es noch nicht und wir haben auch noch nicht dass wir Inhalte massiv differenzieren. Ja. Zum Beispiel nach Zielgruppen hat sich fürs Thema Afrika interessiert oder hat sich fürs Thema Asien interessiert, weil es das ist tatsächlich erstmal 20% Aufwand, 80% Ertrag. Wir haben halt eine Liste, wenn es irgendwo kracht, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder irgendwo ein Tsunami, dann geht das an die ganze Liste. Alles andere wäre schwachsinnig. Ja. Wir sind halt sehr als Organisation eben sehr auf diese Katastrophen fokussiert. Das heißt nicht, dass wir das nicht in Zukunft auch ausbauen werden, also zum Beispiel Ansprache von Unternehmen vielleicht nochmal anders, das auf jeden Fall, aber derzeit ist es wirklich noch in den Kinderschuhen auch bei uns. Ja. Okay. Thilo, vielen herzlichen Dank. Ich finde es immer wieder klasse, wie aus dieser einen Frage dann ein sehr gutes Gespräch wird, wir Einblicke bekommen, auch an dich an dieser Stelle und erstmal ganz liebe Grüße hier aus Zürich zu dir nach Bonn. Bald. Ja, ciao. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Ciao.